Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video und willkommen auf der Sonneninsel Mallorca. Ich bin ja schon einige Tage unterwegs, um tolle Spots natürlich zu suchen und zu fotografieren. Und mich hat begleitet der Rucksack von Rollei, und zwar der Rollei Photo Liner Ocean Pro. Wie der Rucksack in meinem Praxistest abgeschnitten hat, denn ich habe ihn ja nicht erst seit heute, sondern schon seit einigen Monaten. Für wen der Rucksack geeignet ist, für wen vielleicht auch nicht, welche positiven Sachen mir aufgefallen ist, was mir allerdings auch ein bisschen negativ aufgefallen ist, all das wie immer in diesem Video. Der Photo Liner Ocean Pro. Bevor wir generell mal zu den Specs des Rucksacks kommen, an dieser Stelle schon als allererstes von mir einen dicken Daumen hoch für das Prinzip, das hinter diesem Fotorucksack steckt. Denn dieser Fotorucksack ist aus recycelten Einweg-PET-Flaschen, die ja leider zuhauf unsere Weltmeere verstopfen. Das heißt, der ganze Rucksack ist auf einem ökologischen Design, auf einer ökologischen Idee beruht. Und das alleine gefällt mir natürlich schon gut. Aber das alleine ist natürlich kein Grund, sich einen Fotorucksack zu kaufen. Denn auch wenn er aus recyceltem Material ist, muss er natürlich auch gut sein. Ist er denn jetzt gut, ihr Lieben? Einige von euch hatten mich ja vor einigen Monaten auf den Rucksack aufmerksam gemacht und haben gefragt, Rico, kannst du dir den nicht mal anschauen? Wie sieht es denn aus? Es ist ein Rucksack in einem guten Preissegment und zwar aktuell für 99 Euro. Aber lohnt es sich tatsächlich, den Rucksack zu kaufen? Ist er alltagstauglich? Was meinst du dazu? Und genau aus dem Grund habe ich mir den Fotorucksack für euch mal ein bisschen näher angesehen. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich ihn jetzt natürlich nicht nur hier auf Mallorca mit habe, sondern ich habe ihn ja schon eine ganze Weile im Gebrauch. Ich hatte ihn schon mit im Harz auf einem Fotoworkshop und auch auf anderen Trips war er schon mit dabei, sodass ich mir jetzt mittlerweile ein ziemlich gutes Urteil über diesen Rucksack und seine Praxistauglichkeit erlauben kann. Als allererstes muss ich natürlich sagen, es hat einen Grund, warum ich ihn jetzt nach Mallorca mitgenommen habe. Der Grund ist nämlich das Außenmaß. Denn auch ich war überrascht, als ich plötzlich gelesen habe, wir sind nämlich mit EasyJet hierher geflogen, dass du bei EasyJet nur ein kleines Handgepäck mitnehmen kannst. Das heißt, meine üblichen Fotorucksäcke waren zu groß. Und für den üblichen Fotorucksack hätte ich 98 Euro Aufpreis zahlen müssen. Tja, und hat sich ja natürlich schon von ganz alleine der Rollei angeboten, denn mit seiner Höhe von 50 cm passt er nämlich genau in dieses Maß und ihr könnt ihn als kleines Handgepäck zur Not auch unterm Sitz verstauen. Das war also für mich schon ein schlagendes Argument, um diesen Rucksack jetzt mitzunehmen. Schauen wir uns das Ganze erstmal außen an und dann arbeiten wir uns nach innen vor. Ihr seht schon, ihr habt eine Möglichkeit, euer Stativ zu befestigen. Ich habe jetzt hier ein, sag ich mal, mittelgroßes Stativ von Kingjoy und ich habe mich für die Möglichkeit entschieden, es rückwärtig anzubringen. Ihr seht schon, dafür haben wir hier zwei Riemen und noch einen dritten hier oben. Wofür der dritte gut ist, das zeige ich euch jetzt mal, denn auch den habe ich natürlich in Gebrauch. Als ich das erste Mal mein Stativ in die beiden Riemen hier eingeschnallt habe und ein bisschen damit gelaufen bin, ist mir aufgefallen, dass es ein Problem gab. Denn mein Stativ hat hier nicht die nötige Befestigung. Das heißt, es schlackert beim Laufen hin und her. Und das ist natürlich ziemlich unangenehm auf dem Rücken. Das heißt, wenn du eine lose, große Flasche voll mit Wasser hinten allein im Rucksack hast, das schlackert einfach hin und her. Ist unangenehm. Aber das Problem kann man lösen, indem man mit dem zweiten Riemen, der hier oben ist, den man im Übrigen auch mit einer kleinen Reißverschluss, wollte ich gerade sagen, Klettverschlussklappe hier oben drin verstauen kann. Das heißt, wenn ihn nicht braucht, ist er auch weg. Kannst du das Ganze nochmal fixieren. Das Ganze variabel, ne, kann man hier entsprechend einziehen, zack, einmal rumlegen und dann ist es hier oben fest. Dann habt ihr dieses Schlackern, dieses Hin- und Her-Schlackern eben nicht mehr. Zusätzlich, wenn das Stativ dann doch ein bisschen größer sein sollte, haben wir, und das finde ich auch sehr gut gelöst, noch eine weitere Klappe, ein weiteres Fach. Dafür nehme ich mal das Stativ, um es euch zu zeigen, und zwar hier im unteren Bereich. Wir haben nochmal einen Klettverschluss, einen Reißverschluss, keinen Klettverschluss, der Klettverschluss ist oben. Und in diesem Reißverschluss verstaut ist nochmal ein entsprechendes Fach, das ihr herausnehmen könnt, um zum Beispiel euer Stativ, wenn es noch größer ist, dort entsprechend einzuschieben. Die Idee an sich ist gut. Was mir allerdings schnell aufgefallen ist, dass diese Klappe hier unten, diese Tasche, die ist größer als der komplette Rucksack nach unten.
Wenn ihr jetzt an der See unterwegs seid, zum Beispiel am Sandstrand, habt ihr leider folgendes Problem. Ihr stellt den Rucksack ab und wenn ihr zurück seid am Auto, dann müsst ihr dieses Fach, ich weiß nicht, ob ihr seht, na, guckt mal, hier ist noch Ostseesand drin, das müsst ihr erstmal auskippen. Das Ganze wirkt nämlich wie eine Schaufel. Ihr schaufelt euch das Ganze mit Sand voll, deswegen habe ich diese Möglichkeit hier für mich ausgeschlossen und das Fach hier unten bleibt ganz einfach zu. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich gut euer Stativ hier vorne verstauen. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt sagt, nee, das vorne gefällt mir nicht so, ich hätte es gerne an der Seite, dann haben wir an der Seite natürlich ein weiteres Fach und wir könnten die Riemen, die jetzt hier vorne mit einem ganz einfachen Schnellverschluss, ja, seht ihr, zack, der Verschluss ist auch nicht ganz neu, mit einem Schnellverschluss hier befestigt sind. Diese Riemen können wir tauschen. Ihr seht es hier, ja, blaue Ösen, einmal vorne, einmal hinten. Das heißt, den Riemen könnte ich jetzt versetzen und kann dann an der Seite hier zum Beispiel auch mein Stativ in die Seitentasche verstauen. Das Ganze oben fixiert, wenn die Tasche zu klein ist. Jetzt nochmal Reißverschluss als Erweiterung. Da seht ihr schon, dann rutscht das Stativ ein bisschen weiter nach unten. Ich habe es tatsächlich aber so gemacht, dass ich diese seitliche Tasche für meine Wasserflasche genutzt habe. Und es gibt ein nettes Gimmick hier an der Seite, das seht ihr hier. Und zwar habe ich die Tasche auch genutzt, um zum Beispiel Batterien drin zu verstauen. Hier, wie zum Beispiel von meiner Insta. Und ihr seht schon, das Ganze ist angeschlossen an einen außenliegenden USB-Anschluss. Jetzt hat der Rucksack keinen eigenen Akku, das ist klar. Aber ihr habt die Möglichkeit, mit einer innenliegend verstauten Powerbank, die ihr nämlich innen anschließen könnt, hier an den Rucksack, das Ganze nach außen zu leiten und müsst dann, wenn ihr zum Beispiel was aufladen wollt, euer Smartphone, eure Akkus etc., nicht immer in den Rucksack rein, sondern könnt das Ganze hier außen anstöpseln und schon seid ihr mit Strom versorgt, zum Beispiel Akkus, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ansonsten haben wir noch ein paar kleinere Fächer hier außen. Hier auf der Vorderseite ist auch nochmal ein gutes, schönes, großes Eingrifffach. Ihr seht es hier zum Verstauen. Auf der Rückseite, ihr seht es, haben wir die Schulterriemen. Die sind gut dimensioniert, sie sind auch gut gepolstert. Sie haben reichlich Ösen und Schlaufen, um noch etwas daran zu befestigen. Ihr könntet zum Beispiel hier das Lünkerholster entsprechend einsetzen. Auch das gut vernäht, stabil vernäht, sodass ich auch keine Angst hätte, dass meine Kamera damit abstürzt. Dann habe ich zusätzlich, ihr seht es hier von Peak Design, in dem Fall am Schultergurt meinen Clip befestigt, auch den, damit ich natürlich hier im Brustbereich dann meine Kamera griffbereit habe. Wir haben einen zusätzlichen Gurt, der die beiden Schultergurte verbindet. Auch der ist einstellbar, läuft hier auf so einer Schiene. Auch das ist nicht so ganz unbekannt, kenne ich auch von anderen Systemen. Das heißt, ihr könnt den Gurt im vorderen Bereich in der Höhe variieren. Auch das ganz wichtig, manchmal sitzt er ja wirklich nicht gut und dann kann man ihn entsprechend seinen Bedürfnissen anpassen. Auch der Größe geschuldet, die man halt selber hat. Zusätzlich haben wir, ich habe sie demontiert, einen Beckengurt. Auch der ist ja wichtig. Bei mir war es jetzt so, dass ich ihn aus gutem Grund demontiert habe, denn wenn ich diesen Gurt nämlich angebracht habe hier unten am Rucksack und ich nutze den nicht, dann ist er sehr lang. Also ich kann ihn nicht so kurz machen, dass er hinterm Rücken verschwindet wie bei anderen, sondern er ist sehr lang. Das heißt, der Gurt hängt mir unterm Hintern und ich sehe ein bisschen aus wie der Fallschirmspringer auf dem nächsten Weg zum Fallschirmsprung. Und deswegen habe ich sie bei mir einfach abmontiert. Wer ein Freund eines Beckengurts ist, Beckengurt ist mit bei, ist auch super. Die Rückenpolsterung sehr schön, sehr entlastet. Die Wirbelsäule ganz dick gepolstert, damit der Rucksack eben nicht auf der Wirbelsäule liegt, dort nicht scheuert oder sonstiges. Ansonsten hier hinten ganz klassisch. Einerseits als Tragegriff, andererseits natürlich für den Trolley. Wenn ihr einen Koffer habt mit ausziehbarem Griff, dann könnt ihr den hier durchmachen und entsprechend euren Rucksack oben auf eurem Koffer verstauen. Kann ihn keiner stibitzen, sondern er ist fest auf dem Koffer. Ja, das wäre es im Grunde außenrum. Wir haben auf der anderen Seite, was ich noch nicht angesprochen habe, ein seitliches Eingrifffach. Ich nutze dieses Fach nicht. Warum? Da kommen wir jetzt aber gleich zu. Denn man könnte natürlich dieses seitliche Eingrifffach nutzen, um seine Kamera, ohne das Rückenfach zu öffnen, zu entnehmen. Aber ihr seht schon, mein Fach geht nicht auf. Ich habe mir nämlich das Innere im Klettverschluss dementsprechend so gestaltet, dass dafür jetzt keine Funktion mehr übrig bleibt. Warum? Das zeige ich euch aber jetzt. Dann werfen wir einen Blick in den Rucksack, warum ich das nicht nutze. Fangen wir innen auf der hinteren Klappe an. Ihr seht, wir haben nochmal dreifache Unterteilungen, Fächer. Auch hier finde ich sehr gut, dass es alles transparente Fächer sind. Das heißt, ich kann von außen schon mal reinschauen, was ist denn drinnen in den Fächern. Das Ganze nochmal durch einen entsprechenden Reißverschluss gesichert. Also zum Beispiel hier Funkmikro von Rode habe ich verstaut oder ja, was man so braucht, Ladekabel und. Gehen wir weiter ins Hauptfach. Ihr seht schon, ich habe einiges an Ausrüstungen mit. Ich habe die Canon EOS R mit, inklusive Batteriegriff 1535.
24-105. Es ist ein Lensball mit drin. Im oberen Bereich ist sogar meine Filtertasche mit drin. Und hier ist meine große 100 Watt Powerbank. Die versorgt nämlich dann entsprechend, ja, ihr seht es hier, mit dem Anschluss den Außenstecker, den USB-Stecker. Dann seht ihr, habe ich noch ein bisschen ein paar andere Sachen. Insta-Kamera, hier ist noch eine Festplatte mit drin. Also es ist reichlich Platz, um im Grunde alles unterzubringen. Man könnte jetzt hier noch zum Beispiel ein Tele an der Seite mit unterbringen. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Und zwar seht ihr es vielleicht hier, diese Innentrenner, die es gibt, die sind mir persönlich ein bisschen zu weich. Das heißt, die Fächer werden sich immer so ein bisschen verformen. Und das könnte tatsächlich ein bisschen stabiler sein. Zumindest zwei Hauptfächer, die ein bisschen stabiler sind. Ansonsten ist es natürlich wie bei allen anderen Rucksäcken. Wir haben das Ganze im Klettverschlusssystem, können das variabel aufteilen. Jetzt habe ich euch ja gesagt, wir kommen zur Außentasche. Das ist nämlich tatsächlich eine Sache, die ich bis jetzt nicht genutzt habe. Denn ich habe ein Problem mit dieser Außentasche. Ich kann das Inlay, so wie ich es bis jetzt probiert habe, niemals so stecken. Denn meine Kamera müsste jetzt quasi so liegen, dass ich entsprechend ans Inlay kommen. Aber wenn ich das mache, dann habe ich keinen Trenner, der über die ganze Seite geht. Das heißt, die Trenner, die ich hier drin habe, die ohnehin schon ein bisschen sehr weich sind, sind mir zu lapprig, damit ich ein vernünftiges Gestell bauen kann, damit ich meine Kamera an der Seite entnehmen könnte. Deshalb habe ich es so genommen. Ihr seht es auch hier. Ja, das ist natürlich, wenn ich es hier reinklette, es hätte ein bisschen stabiler sein können. Ja, damit das Ganze ein bisschen besser Stabilität und Aufteilung bekommt. Ansonsten von der Größe, ich zeige es auch hier nochmal, wir haben hier oben auch nochmal ein großes Fach zum Trennen, da passt genug rein. Ihr seht, hier ist das Kabel, was nach außen geht. Es ist reichlich Platz. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Ordnung gehalten hätte, ich habe das Tele jetzt mal zu Hause gelassen, kriegen wir also eine Kamera inklusive einem montierten Objektiv und auf jeden Fall ein Zweitobjektiv und auch noch ein Teleobjektiv unter. Das ist kein Problem. Auch im unteren Bereich könnte man vielleicht hier das Tele montieren. Wie gesagt, ich habe hier den Lensball von Rollei und darunter seht ihr auch noch ein paar Sachen verstaut. Also für die Größe ist auf jeden Fall reichlich Platz in dem Rucksack. Ihr seht also, auch das Inlay lässt sich hier gut anpassen, mit einer kleinen Einschränkung. Und zwar die Einschränkung, die hier dieses Seitenfach betrifft, so wie ich es empfinde. Vielleicht habt ihr eine andere Kamera, eine andere Aufteilung. Dann schreibt mir vielleicht gerne unten in die Videokommentare, wenn ihr diesen Rucksack auch habt. Nutzt ihr dieses seitliche Eingriffsfach? Wie gesagt, mir ist es nicht stabil genug, dass ich meine Kamera vernünftig dort verstauen kann. Im Grunde nutze ich aber auch bei meinen anderen Rucksäcken, zum Beispiel auch beim Lopro, das Seitenfach auch nicht. Das ist also aus meiner Sicht hier kein Minuspunkt für den Rucksack. Ansonsten, ihr Lieben, ein wirklich schöner Rucksack im mittleren Maß und eigentlich im unteren Preissegment, wenn man es mal richtig nimmt. Denn für 99 Euro bekommt ihr echt einen richtig genialen Rucksack, einen stabilen, gut durchdachten Rucksack. Eine Kleinigkeit muss ich allerdings an der Stelle noch anmerken. Wir haben an den Reißverschlüssen, die auch wassergeschützt sind, all das ist Tobi, haben wir solche kleinen blauen Griffverstärkungen, möchte ich mal nennen. Die sind auch wirklich wichtig, denn der Reißverschluss an sich, ja, der ist so eher für kleine Händchen gedacht. Und hier an diesen, an den Griff könnt ihr anfassen und den aufdrehen. Mir ist allerdings schon nach kurzer Zeit eins von diesen Griffen abgerissen. Und zwar hier am hinteren Fach. Klar, das ist das Fach, was ich am meisten benutze. Und da ist mir dann tatsächlich eins dieser Plastikteile hier abgerissen. Was natürlich auch gut ist, hier, ihr seht es, die Reißverschlüsse, die greifen ineinander. Das heißt, ihr könnt hier nochmal ein Schloss befestigen. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Hotelzimmer im Zug irgendwo den Rucksack habt und ihr seid vielleicht mal nicht vor Ort, dann soll vielleicht die Putzfrau im Hotelzimmer nicht gucken, was ihr für tolle Ausrüstung habt. Da kann man zusätzlich, ich würde ihn nicht ins Aufgabegepäck geben, nur nochmal an der bemerkt, falls der eine oder andere von euch jetzt sagt, ja super, dann kann ich den ja auch ins Aufgabegepäck geben, ist ja klasse, kriegt man hinten nicht auf. Würde ich niemals machen, meinen Rucksack ins Aufgabegepäck. Aber man kann hier hinten natürlich zusätzlich zum Schutz nochmal ein Schloss anbringen. Aber wie gesagt, ihr seht es hier an den Reißverschlüssen, einer dieser, dieser Laschen ist leider abgerissen. Das ist wirklich schade, weil es ist sehr, sehr schwer, hier dann entsprechend das Ganze aufzumachen. Aber ich habe natürlich den Vorteil, ich habe ja Reißverschlüsse, die ich gar nicht nutze, den hier unten zum Beispiel. Also werde ich mir das noch austauschen, ich werde es abmachen, hier oben wieder ranmachen. Ja, und dann ist das auch okay. Das sind Kleinigkeiten, ist vielleicht bei einem von 100 ist das abgerissen, vielleicht auch von 1000. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn natürlich auch viel benutzt, das muss man auch sagen. Aber es ist eine Kleinigkeit, die man eben mal anmerken muss. Ihr Lieben, ein schöner Fotorucksack von Rollei. Grundgedanke, recycelte Plastikflaschen verarbeitet zu einem wirklich tollen Fotorucksack. Und das Ganze für unter 100 Euro. Vielleicht sucht ihr ja noch einen mittelgroßen Rucksack. Schaut euch den von Rollei gerne mal an.
Ich bin zufrieden damit. Guter Tragekomfort, gute Größe und er geht ins kleine Handgepäck bei EasyJet, ihr Lieben. Das sind nämlich keine 98 Euro, das muss ich mal überlegen, 98 Euro Aufpreis. Das heißt, ich habe jetzt durch diesen Rucksack bei einem Flug nach Mallorca und zurück quasi den Rucksack wieder drin. 98 Euro, 99 kostet der nämlich nur. Ich fuchse ich, oder? Naja, also so schnell amortisiert. Er hat sich quasi selbst amortisiert. Genial, oder? So ihr Lieben, vielleicht habt ihr ihn ja auch. Schreibt mir unten in die Videokommentare, was ihr von dem Rucksack haltet. Seid ihr auch zufrieden damit oder sagt ihr, ja, da gibt es vielleicht noch andere, die ich mir mal anschauen sollte. Ich kann ihn euch definitiv empfehlen, ihr Lieben. Wenn euch das Video und die praxisnahe Vorstellung natürlich aus meinen Erfahrungen der letzten Wochen und Monate mit dem Rucksack gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Wenn wir uns in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dahin.